Wir sind im zweiten Buch Mose. Letzte Woche hat Dirk einen Ausflug ins Neue Testament gemacht zum Thema Gesetz im Neuen Testament. Und ja, es ist tatsächlich so, wenn wir alle lieben würden, alle von der Liebe erfüllt wären und nur Liebe üben würden, dann bräuchten wir diese ganzen Vorschriften nicht. Weil die sind alle nur geschrieben für Eventualitäten, die beinhalten, dass Menschen sich lieblos verhalten. Und nicht in der Liebe Gottes wandeln. Und die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, so sagt das Neue Testament. Und das ist die Art und Weise, wie Gott auch regieren möchte. Er möchte durch seine Liebe in unseren Herzen regieren. Er möchte uns befähigen, dass wir erfüllt sind von Liebe und gar nicht all diese Dinge, diese bösen Dinge tun, von denen hier die Rede ist. Und natürlich werden hier auch Dinge geregelt, die nicht absichtlich passieren, unabsichtlich, aber selbst da kann die Liebe uns helfen, mehr aufeinander zu achten und nicht unbedacht zu handeln und unbedacht unserem Nächsten zu schädigen. Und es geht hier natürlich zuallererst und vor allen Dingen um die Schädigung des Nächsten. Es geht aber in dem Ganzen nicht nur darum, ein Gesetz für Israel aufzustellen, für alle Eventualitäten der Sünde, um Ordnung zu schaffen, um den Richtern eine Vorlage zu geben, nach denen sie Gericht halten können in Israel. Es geht auch darum, dass wir in diesen Gesetzen Gottes Willen erkennen, Gottes Wesen, Gottes Charakter. Da steckt so viel Offenbarung drin, da steckt so viel Christus da drin. Wir lernen, wer wir sind und wir lernen, wie Gott möchte, dass wir sein sollen. Und wir sehen, wie gesagt, auch viel von dem Wesen Gottes in diesen Geboten, in diesen einzelnen Rechtsvorschriften. Und wir steigen ein, noch einmal rückblickend auf in Vers 23 von Kapitel 21, 2. Buch Mose. Hier steht, falls aber ein weiterer Schaden entsteht, so sollst du geben, Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Was hier deutlich gemacht wird, ist, dass der Geschädigte, der dem Schaden zugefügt wurde, das, was ihm geschädigt wurde, etwas an seinem Körper, ein Auge. Ja, dieses Auge ist wirklich ein Auge wert und nicht weniger, aber auch nicht mehr. Dass Strafe gefordert wird für das Leben, das hatten wir schon gesehen beim Tötungsverbot, was Gott ja schon Mose mitgegeben hat. Und auch schon die Konsequenz dafür, wenn jemand einem anderen das Leben nimmt, dass es die Konsequenz hat, dass man sein Leben selber verwirkt hat. Das beinhaltet, wie gesagt, zweierlei. Das eine ist, dass darin enthalten ist, ein Leben ist so wertvoll, nichts kann ein Leben aufwiegen als ein Leben. Es bedeutet, dass Gott sagt, Leben ist kostbar. Und es bedeutet, für den, der hier handeln will, der hier Böses tun will, der jemand anders schlagen will, der jemand anders schädigen will, pass auf. Wenn du das tust, dann wird von dir dasselbe gefordert.
Wie gesagt, es ist auch eine Art sehr, sehr heftige Pädagogik. Ne? Also das, was du einem anderen angetan hast, du musst es selber spüren am eigenen Leibe, damit du begreifst, was du da getan hast. Also, diese Gesetze haben auch eine Schutzfunktion. Damit wollte ich heute weitermachen. Aber dieses Auge, Auge, Zahn um Zahn, es kommt dreimal in der Tora vor. Dreimal in den Gesetzbüchern Mose. Einmal im Neuen Testament greift Jesus es auf in der Bergpredigt. Und Jesus sagt nicht, das gilt nicht mehr. Interessanterweise sagt er das nicht. Er sagt am Anfang, keins dieser Gebote wird aufgelöst. Nein, er sagt vielmehr das, was ja auch für uns selbstverständlich ist. Es gibt Gesetze in unserem Land, die sagen, okay, wenn jemand dir das und das getan hat, dann muss er mit der und der Strafe bestraft werden. Aber wo kein Kläger, da ist auch keine Klage. Wenn du also dich davon enthältst, einen Schaden, der an dir verübt wurde, zur Klage zu bringen, dann wird das Urteil nicht gesprochen und wird auch nicht vollstreckt. Und das ist das, was Jesus sagt. Den Alten ist gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, nicht im Sinne von, das gilt nicht mehr, sondern im Sinne von, so will ich aber, dass ihr euch, meine Jünger, verhaltet. Nämlich als solche, die bereit sind, auf ihr Recht zu verzichten. Die nicht ihr Recht einfordern, sondern die bereit sind, eine Meile mehr mitzugehen. Die sich dem enthalten, alles, was möglich ist, einzufordern. Nein, im Gegenteil, die versuchen, mit Gnade und Barmherzigkeit diese Welt zu verändern, die ein Zeugnis sind für die Liebe und Barmherzigkeit Gottes, der auch die Bösen und die Ungerechten segnet. Gut, nochmal zurück. Wenn wir jetzt einsteigen hier in Vers 26, dann sehen wir hier deutlich die Schutzfunktion dieser Gesetze. Denn hier kommen nochmal eine gesonderte Auslegung in Bezug auf Sklaven mal wieder. Die Sklaven werden häufiger erwähnt. Warum? Weil sie besonders schutzbedürftig waren. Weil Menschen immer dazu tendieren, wenn tatsächlich solche Besitzansprüche entstehen unter Menschen, zumeist durch Schulden. Wir werden aber im Verlauf der Verse jetzt auch noch sehen, dass es andere Möglichkeiten gibt, wie jemand in solch eine Knechtschaft hineingeraten kann. So kann es schnell passieren, dass er entrechtet wird. Und es ist ja auch oft genug in der Geschichte so passiert. Aber Gottes Herz geht aus zu den Schwachen und er möchte gerne, dass die Schwachen geschützt werden. Und er wird Israel immer wieder daran erinnern, im Verlauf des Gesetzes später, als Mose, als sie kurz davor stehen, das verheißene Land einzuziehen und Landesherren zu werden, erinnert Gott sie ständig daran, hey, ihr seid selber Sklaven in Ägypten gewesen. Erinnert euch dran. Und so sagt er hier in Vers 26, wenn jemand in das Auge seines Sklaven oder in das Auge seiner Sklavin schlägt und es zerstört, soll er ihn zur Entschädigung für sein Auge als Freien entlassen. Hier werden die Sklaven sogar bevorzugt behandelt, würde ich so interpretieren. Nämlich, dem Herren wird nicht einfach nur ein Auge ausgeschlagen, vielleicht ist das die schlimmere Variante, weiß ich nicht, aber wenn mir ein Auge ausgeschlagen wurde und demjenigen, der mich geschlagen hat, ein Auge ausgeschlagen, da habe ich ja am Ende gar nichts von. Es entsteht zwar Gerechtigkeit, aber ich habe am Ende nichts von. Der Sklave aber, er wird gesegnet am Ende davon. Und derjenige, der jetzt hier der Herr ist und seinem Sklaven am liebsten ins Auge schlagen will, der muss sich das gut überlegen, denn wenn er das tut, riskiert er, dass sein Sklave sagt, okay, ciao, das war's, Feierabend.
genau dasselbe mit dem Zahn. Oha, jetzt wird auch ein Schuh draus am Ende mit dem Schlagen, sodass er stirbt. Also der Herr ging ein großes Risiko ein, seinen Sklaven so sehr zu schlagen, dass er ihn ernsthaft verletzt hat. Weil für ein Auge und ein Zahn, und das kann man hier natürlich fortführen, sicherlich haben die Richter auch Vergleichsfälle sozusagen herangezogen und haben gesagt, naja, für ein Auge und für einen Zahn wird der Sklave, wenn er jetzt eine Hand so zum Beispiel nicht brauchbar mehr ist, dann wird er auch freigelassen. No? Das hier sind also Schutzregeln, dass ein Sklave von seinem Herrn nicht auf die Weise geschlagen wurde, dass er ernsthaft verletzt wurde. Weil der Herr sonst riskierte, dass sein Sklave frei in die Freiheit geht, dass er den Sklaven verliert. Ich finde noch interessant, dass bei diesen Regeln hier immer beide genannt werden. Seine Sklave, seinen Sklaven, seine Sklavin. Für Gott sind Mann und Frau gleich wert. Hier im Gesetz, mittendrin im Gesetz, sagt es mir. Dem Sklaven geht es genauso wie der Sklavin. Dass wir am Anfang unterschiedliche Regeln hatten zum Thema Sabbatjahr, hat nichts damit zu tun, dass Mann und Frau nicht gleichwertig wären vor Gott, sondern das hatte andere Gründe. Hier sehen wir, dass Mann und Frau vor Gott gleich sind. Wenn es mit einem Sklaven geschieht, er darf in die Freiheit. Wenn es mit einer Sklavin geschieht, sie darf in die Freiheit. Auch falls er den Zahn seines Sklaven oder den Zahn seiner Sklavin ausschlägt, soll er ihn zur Entschädigung für seinen Zahn als Freien entlassen. Wir kommen zu einem neuen Thema. Wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, sodass sie sterben, dann muss das Rind gesteinigt werden und sein Fleisch darf nicht gegessen werden. Aber der Besitzer des Rindes soll straffrei bleiben. Da sehen wir auch in 1. Mose 9, dass hier genau dasselbe gesagt wird. 1. Mose 9 sagt Gott, 1. Mose 9, Vers 5, jedoch euer eigenes Blut werde ich einfordern, von jedem Tiere werde ich es einfordern und von der Hand des Menschen, von der Hand eines jeden, nämlich seines Bruders, werde ich die Seele des Menschen einfordern. Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Das ist der Grund. Weil es den Wert des Menschen ausdrückt, dem hier das Leben genommen wurde. Der Mensch ist so wertvoll. Nur das Leben desjenigen, der er getötet hat, kann das aufwiegen, diesen Wert. Also auch das Rind, das hier einen Menschen so sehr stößt, oder eine Frau. Guck mal, auch hier, ein Mann oder eine Frau, ist egal. Irgendwie war Gott schon damals schon ganz schön mit Gender drauf, ne? Dass er hier Mann und Frau immer erwähnt gleichzeitig. Ne? Nein, er hat den Menschen Mann und Frau geschaffen am Anfang. Dass wir Menschen, wir Männer, die wir hier sitzen, oft die Frauen außer Acht lassen, links liegen lassen, in unseren sprachlichen Formulierungen ausklammern, ist bei Gott gar nicht so. Bei Gott sind die Frauen genauso wichtig wie die Männer. Also, wenn ein Rind einen Mann oder eine Frau stößt, sodass sie sterben, dann muss das Rind gesteinigt werden. Wir sagen natürlich, das passt nicht zu unserem Verständnis. Für uns ist ja Totschlag oder Mord etwas, was Bösartigkeit und bösen Willen voraussetzt. Und sozusagen, das Tier kann ja nichts dafür. Aber nochmal, diese Regel
zeigt eher das, wie Gottes Sicht auf das Opfer ist. Entschuldigung. Wir sehen in unserem Rechtswesen oft nur auf den Täter. Aber Gott ist das Opfer auch genauso wichtig. Und er sagt, das Opfer ist hier genauso wertvoll. Und es gebührt, dass dieses Leben ausgelöscht wird, um zu zeigen, um ein Zeichen zu setzen, dass der Mann oder die Frau, die getötet wurde durch das Rind, Ebenbild Gottes ist. Also soll das Rind gesteinigt werden. Und sein Fleisch darf nicht gegessen werden. Also es darf sozusagen nicht auch noch ein Nutzen daraus gezogen werden, aus dieser Tötung. Aber der Besitzer des Rindes soll straffrei sein. Also der Besitzer hat hier keinen Gewinn, nein, er hat eher den Verlust des Rindes, muss den hinnehmen, aber ihn selbst trifft keine Schuld, er bleibt straffrei. Jetzt kommt ein Falls, also es wird die ganze Sache noch komplizierter, es gibt ja auch andere Fälle, und das wird hier jetzt wieder aufgeführt. Falls jedoch das Rind schon vorher stößig war und sein Besitzer ist gewarnt worden, hat es aber nicht verwahrt. Falls es dann einen Mann oder eine Frau tötet, soll das Rind gesteinigt und auch sein Besitzer getötet werden. Heftig. So eine kleine Unachtsamkeit. Einfach nur das stößige Rind nicht gut verwahrt. Mist. Das war's dann. So waren natürlich Rinderbesitzer gewarnt, wenn sie wussten, dass ein Rind stößig war. Sie mussten penibel darauf achten, dass dieses Rind gut verwahrt wird. Weil wenn ein Rind einen Menschen tötet, dann tötet es ein Ebenbild Gottes. Das darf nicht passieren, sagt Gott. Wenn du eine Waffe hast, dann musst du sie gut verwahren. Du kannst sie nicht irgendwie offen zugänglich lassen, sodass damit ein Mensch getötet werden kann. Das darf nicht passieren. Und in diesem Fall ist ein Rind eine Art Waffe. Dieses verantwortungslose Handeln hat also sehr heftige Konsequenzen, weil die Konsequenzen der Verantwortungslosigkeit so heftig sind. Die Folgen für den Besitzer sind so heftig, weil die Folgen der Verantwortungslosigkeit so heftig waren. Nur weil er auch nicht aufgepasst hat, ist ein Mensch gestorben. Nicht, ich hab doch nur nicht aufgepasst. Nein, das Opfer kommt in den Blick. Du bist dafür verantwortlich, dass dieser Mensch zu Tode kam. Aber ich hab doch nur, nein, die Konsequenzen deines Handelns sind so groß. So kann auch schon ein kleiner Fauxpas, ein kleiner Fehltritt, unfassbare Folgen für uns haben. Und ja, es ist so, vor Gott sind wir alle verdammt. Warum? Wegen einem kleinen Übertritt. Du sollst nicht von der Frucht essen. Ich hab doch nur eine Frucht gegessen, das kann doch nicht so schlimm sein. Doch. Der Ungehorsam, das Misstrauen gegen Gott, der Bruch des Vertrauens, der Bruch des Bundes. Und hier hat dein Fehltritt dazu geführt, dass ein Mensch, der zum Ebenbild Gottes geschaffen ist, dass er sein Leben ausgelöscht wurde. Jetzt Vers 30. Falls ihm aber ein Sühnegeld auferlegt wird, so soll er als Lösegeld für sein Leben alles geben, was ihm auferlegt wird. Aha,
Das ist ein interessanter Vers. Falls ihm aber ein Sühnegeld auferlegt wird. Es gab anscheinend die Möglichkeit in bestimmten Fällen, dass man sein Leben auslösen konnte. Sich von der Todesstrafe freikaufen konnte. Aber hier steht alles, was ihm auferlegt wird. Also, das konnte eine große Summe sein. Er hatte keinen Einfluss darauf. Und ja, ein solches Lösegeld, ein solches Sühnegeld konnte unbezahlbar sein. Lass uns mal dazu aufschlagen, Psalm 49, Vers 7. Ein Psalm von den Söhnen Korach. Und hier wird gesprochen über die Sünder. Und vor allen Dingen über die Reichen, die auf ihr Vermögen vertrauen. Sie vertrauen auf ihr Vermögen und rühmen sich der Größe ihres Reichtums. Niemals kann ein Mann seinen Bruder loskaufen. Nicht kann er Gott sein Lösegeld geben. Denn zu kostbar ist das Kaufgeld für ihre Seele. Und er muss davon ablassen auf ewig, dass er fortlebe, immer die Grube nicht sieht. Der Psalmist spricht hier natürlich wahrscheinlich nicht unbedingt über das gerichtliche Sühnegeld, sondern es geht ihm hier um etwas Höheres, etwas Größeres, nämlich den Lohn der Sünde, das ist nämlich der Tod für jeden Menschen. Und keiner kann dieses Lösegeld bezahlen, dass er sich freikauft vom Tod und ewiges Leben empfängt. Der Preis ist so hoch, den kannst du nicht bezahlen. Das sagt auch Jesus in Matthäus 16, 26. Was wird es einem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne, aber seine Seele einbüßte? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für sein Leben? Das ist eine rhetorische Frage. Er kann nichts geben dafür. Gibt nichts, was er dafür geben kann. Ein paar Kapitel weiter, Kapitel 20, Vers 28. Da erklärt Jesus seinen Jüngern, während sie am Streiten darum sind und sich darüber irgendwie die Köpfe und die Herzen, ihre Herzen sich darum drehen, wer wohl die mächtigste Position im Reich Gottes neben Jesus haben wird, sagt er ihnen: So soll es nicht sein bei euch. Der Größte sollte aller Diener sein. Und er sagt, so wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Hier ist das Lösegeld. Jesus selbst, sein Leben. Leben für Leben. Das ist der Grundsatz. Leben für Leben. Du und ich, wir haben unser Leben verwirkt. Wir sind des Todes. Wir sind Sünder, alle. Und für unsere Sünde gehen wir alle in den Tod.
Jesus ist gekommen, um Leben für Leben zu geben. Denn er hatte ein Leben, an dessen Ende der Tod nicht gekommen wäre. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal darüber Gedanken gemacht habt, wenn Jesus nicht freiwillig in den Tod gegangen wäre am Kreuz, er würde heute noch leben, genau. Ja. Er wäre nicht gestorben. Er hat selbst den Geist aufgegeben am Kreuz von Golgatha. Er hat gesagt, in Johannes 10 sagt er das, niemand nimmt mir das Leben, ich gebe es. Die Aktivität liegt bei ihm. Er gibt Leben für Leben. Wir, die wir unser Leben verwirkt haben, er gibt sein Leben für uns. Das Lösegeld ist das Leben eines Gerechten für das Leben der Sünder. 1. Timotheus 2, Vers 6. Oder Vers 5. Einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich selbst als Lösegeld für alle gab. Um deutlich zu machen, dass mit dem viele nicht gemeint ist, okay, ich habe mir da mal so ein paar Leute rausgesucht, so sage ich mal, von den 15, die wir hier sitzen, habe ich für 10 das Lösegeld mit meinem Leben bezahlt. Die anderen 5 müssen sehen, wie sie klarkommen. Nein, das für viele meint alle. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und es reicht auch für alle. Und 1. Petrus 1. Moment, hoffentlich finde ich es jetzt da. Ja. Vers 18, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, losgekauft worden seid, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Er hat das Lösegeld bezahlt. Das feiern wir heute Abend nochmal, das Abendmahl, mit seinem Blut, mit seinem Leib zerbrochen am Kreuz, gebrochen, sein Blut vergossen am Kreuz, sein Leben für unser Leben. Das ist das Lösegeld für die ewige Strafe, für den ewigen Tod. Aber, wie gesagt, in diesen Rechtsfällen gab es anscheinend für bestimmte Fälle auch die Möglichkeit, tatsächlich dem Tod zu entrinnen, hier, wo dein eigenes Rind einen anderen, einen Menschen getötet hat. Und du hast es ja nicht willentlich getan, du wolltest es ja nicht. So war ja auch der Totschläger, der aus Versehen einen Menschen totgeschlagen. Er konnte sich retten in eine dieser Fluchtstädte, ne? Sodass er nicht getötet wurde. Dann war er zwar lebenslänglich gefangen, in Anführungsstrichen, aber zumindest konnte er am Leben bleiben und weiter sein Leben führen in dieser Stadt. Und so war es auch hier für diesen Menschen, der nicht willentlich einen Menschen getötet hat, sondern halt nicht aufgepasst hat, gab es die Möglichkeit, ein Sühnegeld zu zahlen. Jetzt gehen wir weiter, Vers 31. Auch falls es einen Sohn oder eine Tochter stößt, soll mit ihm nach dieser Rechtsordnung verfahren werden. Aha, hier wird nicht nur Mann und Frau gleichgesetzt, sondern Erwachsene und Kinder. Auch Kinder sind Ebenbilder Gottes. Sie sind genauso wichtig, genauso wertvoll. Wo die Jünger sagen, weg mit den Kindern, die nerven, die stören.
Sagt Jesus, nein, lass die Kinder zu mir kommen. Er stellt die Kinder in die Mitte. Und was macht er dadurch? Er zeigt nur auf, was Gottes Wille schon von Anfang an war. Die Kinder sind genauso wertvoll wie die Erwachsenen. Auch für sie gilt Leben für Leben. Falls das Rind einen Sklaven oder eine Sklavin stößt, soll sein Besitzer ihrem Herrn 30 Schekel Silber geben, das Rind aber soll gesteinigt werden. Guck mal, auch hier ist eine interessante Regelung. Denn hier wird der Sklave nicht als weniger wert behandelt als die freien Erwachsenen und Kinder. Nein, auch hier wird das Rind gesteinigt. Auch sein Leben ist wertvoll, genauso wertvoll wie das Leben eines jeden Menschen. Deswegen muss genauso verfahren werden. Weil aber dieser Sklave, weil der Herr dieses Sklaven auch noch Eigentumsrechte hatte, Verbindlichkeiten offen war, musste der, der hier dafür verantwortlich war, entsprechend Geld bezahlen. Eine Entschädigungssumme. Also, es kommt noch was obendrauf, wenn ein Rind einen Sklaven tötete. Vers 33. Wenn jemand eine Zisterne öffnet oder wenn jemand eine Zisterne gräbt und sie nicht zudeckt und es fällt ein Rind oder ein Esel hinein, dann soll es der Besitzer der Zisterne erstatten. Geld soll er seinem Besitzer zahlen, aber das tote Tier soll ihm gehören. Okay, es ging vorher um das Töten von Menschen untereinander und um sonstige Schäden, die ein Mensch einem anderen zufügt. Dann ging es darum, dass ein Tier einen Mensch tötet. Jetzt geht es darum, dass ein Mensch dafür verantwortlich ist, dass ein Tier getötet wird. Und hier in diesem Fall geht es auch erstmal wieder um Unachtsamkeit. Verantwortungslosigkeit. Wenn du einen Brunnen hast, wenn du eine Zisterne gräbst, ein Wasserloch, dann musst du darauf achten, dass es zugedeckt ist, damit keine Tiere reinfallen und sich den Hals brechen. Dafür bist du, der du diese Quelle, ne, gegraben hast, bist du verantwortlich. Wir sind für unser Handeln verantwortlich. Wir müssen darauf achten, dass andere nicht durch unser Handeln Schaden zugefügt wird. Das ist Gottes Sichtweise. Also, auch hier wieder verantwortungsloses Handeln hat die Folge, dass ein Tier getötet wird. Und ja, der Besitzer dieses Tieres soll eine Erstattung bekommen in Form von Geld. Das tote Tier aber darf derjenige, wo das reingefallen ist, der darf das behalten. Jetzt kann man natürlich seine Zisterne offen lassen und mal sehen, was da für tolle Tiere reinfallen. Aber dann kannst du auch genauso gut auf den Markt gehen und dir ein Tier ordentlich kaufen. Da kannst du dir nämlich aussuchen, welches Tier du da hast. Und das ist dann noch lebendig, dann kannst du vielleicht noch mehr gewinnen, ja? Ja, das ist eine gute Frage. Das müsste ich mal nachforschen, wenn ich. Ja. Gut. Zumindest könnte er es verwerten, sagen wir es mal so. Na, das Fell und was weiß ich. Ne? Ja, oder Hundefutter oder wie auch immer, genau. Vers 37, wenn jemand ein Rind oder ein Schaf stiehlt und es schlachtet oder verkauft, soll er 5 Rinder erstatten für das eine Rind und 4 Schafe für das eine Schaf. Also hier geht es um jemanden, der wirklich ein Tier stiehlt. Du sollst nicht stehlen. Und damit der Diebstahl dann auch wirklich, also wenn derjenige erwischt wird und bestraft wird, damit das auch wirklich wehtut, ne? Denn er hat ja einen Gewinn von dem Tier. Er hat das Tier gestohlen, er hat es verkauft, meinetwegen, und hat dadurch, ne, letztendlich den Gewinn des Tieres bei sich. Aber er soll es erstatten. Er soll das Tier erstatten, 5-fach bei den Rindern und 4-fach bei den Schafen. Warum hier der Unterschied? Vielleicht liegt es daran, dass
ein... Moment, habe ich was ausgelassen? Wo bin ich denn? Ach, das geht nicht. Nein, 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 das wollen wir nicht vergessen. Wenn jemandes Rind das Rind seines Nächsten stößt, sodass es stirbt, dann sollen sie das lebende Rind verkaufen und den Erlös teilen und auch das Tote sollen sie teilen. Aha. Also hier geht es darum, dass ein Rind jetzt dafür verantwortlich ist, dass das andere Rind getötet wurde. Hier ist es tatsächlich so, dass das lebende Rind verkauft wird, das Geld wird geteilt, das Tote wird auch geteilt. Gerechtes Teilen, weil es letztendlich schuldlos ist. Das tut beiden irgendwo auch ein bisschen weh, aber im Endeffekt ist es eine gütliche, wie sagt man, eine gütliche Einigung. Jetzt kommt aber Vers 36, war es aber bekannt, dass das Rind schon vorher stößig war und sein Besitzer hat es nicht verwahrt, also hier wieder das verantwortungslose Handeln, so muss er ein Rind für das andere Rind erstatten, das Tote aber soll ihm gehören. Also, er muss ein lebendes Rind für das Tote geben und für das Getötete kriegt er jetzt das tote Tier. Jetzt kommen wir zu dem Diebstahl. Also der Diebstahl muss wehtun. 5 Rinder für ein Rind, 4 Schafe für ein Schaf. Es geht hier um Wiedergutmachung. Das, was jemand geklaut hat, das muss er auch erstatten. Aber es geht auch noch um mehr. Es geht sozusagen um eine Warnung vor dem Diebstahl. Menschen sollen sich gut überlegen, ob sie etwas, ein Tier stehlen. Und dafür wird der Preis sehr hoch gesetzt. Aber Wiedergutmachung ist ein wichtiges Element von Strafe. Das Rind, was du gestohlen hast, du musst ein Rind oder das Rind oder ein Rind zurückerstatten. Dieses Prinzip von Wiedergutmachung wird heutzutage bei Strafen oft sehr vernachlässigt. Dass man im Grunde an dem Punkt, wo man sich gegen das Gesetz vergangen hat, auch eine entsprechende Wiedergutmachung leistet. Vielfach werden Menschen ins Gefängnis gesteckt für irgendwelche Sachen. Und der Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist echt auch, ja, fragwürdig. Ja, bei manchen dient es wirklich dazu, dass sie in sich gehen, über ihr Leben nachdenken. Ja, vielleicht Kontakt mit Seelsorgern aufnehmen, in der Bibel lesen, umkehren. Aber bei vielen im Gefängnis sieht es auch nicht gerade rosig aus. Da kannst du viel Kontakt mit anderen Kriminellen haben. Das ist nicht unbedingt förderlich. Aber dieses Prinzip der Wiedergutmachung, dass das, was ich angerichtet habe, dass ich das auch wieder erstatte, dass ich den Geschädigten entschädige, das ist ein vielfaches Prinzip hier im Gesetz des Mose, wird leider heute in unserer Rechtsprechung nicht so oft angewandt. Dieses Gesetz hier in Vers 37 hat übrigens eine ganz prominente Anwendung gefunden im zweiten Buch Samuel, Kapitel 12, Vers 6, wer sich das mal notieren will. Das ist die Situation, wo Nathan David einen Gerichtsfall konstruiert, wobei David erst noch nicht schnallt, dass es nur eine Konstruktion ist, dass es nur eine Geschichte ist. Er denkt, das ist ein echter Fall. Und wo es darum geht, dass ein Mann einem armen Mann ein Lamm gestohlen hat, weggenommen hat und es geschlachtet hat. Und David sagt, dieser Mann ist des Todes und er muss das Tier vierfach zurückerstatten. Vierfach zurückerstatten ist richtig. Ein Mann des Todes ist natürlich aus seiner Emotion heraus, da hat er sich selbst das Urteil gesprochen. Natürlich, im Sinne des Bundesbruches, im Sinne von der Lohn der Sünde ist der Tod, hat David natürlich recht. Also, hier hat es also seinen Ursprung. Jetzt haben wir hier einen kurzen Einschub,
Vers 1 von Kapitel 22. Falls der Dieb beim Einbruch ertappt und geschlagen wird, sodass er stirbt, so ist es ihm keine Blutschuld. Falls aber die Sonne über ihm aufgegangen ist, ist es ihm Blutschuld. Also hier wird die Notwehr behandelt. Ein Mensch verteidigt sein Eigentum, aber im Dunkeln schlägt er wild drauf los und trifft den Dieb, sodass er stirbt. Dass er ihn geschlagen hat und versucht hat zu hindern, sein Eigentum zu stehlen, sagt Gott, ist okay, das ist in Ordnung. Aber wenn du ihn siehst bei Tageslicht und ihn so schlägst, dass er stirbt, dann war es ein vorsätzlicher Mord und dann ist es Blutschuld. Selbst ein Dieb wird sogar geschützt im Gesetz des Mose. So human ist das Gesetz des Mose. Wir denken immer, oh, da wird immer gleich die Todesstrafe vollstreckt. Ne? Ist ja so inhuman. Da muss man genauer hineinlesen. Der Dieb wird hier auch geschützt vor willkürlicher Tötung. So, jetzt wird hier fortgeführt, mitten im Vers. Der Dieb muss zurückerstatten. Falls er nichts hat, soll er für den Wert des von ihm Gestohlenen verkauft werden. Also der hat jetzt da irgendwie ein Schaf gestohlen. Ach so, das ist unterschiedlich stark, oder die Erstattung, einmal fünf, einmal viermal, kann vielleicht damit zusammenhängen, dass Rinder oft sehr teuer waren und sehr kostbar. Und ja, das ist im Grunde schon, also wenn ein Schaf von einer Herde genommen wurde, das war noch einigermaßen zu verkraften, aber ein ganzes Rind war oft das einzige Rind, was eine Familie vielleicht hatte. Deswegen wird da der Preis etwas höher gesetzt, so kann ich es mir vorstellen zumindest. Aber es kann natürlich sein, dass so ein Dieb echt Kohle braucht und deswegen so dieses Schaf geklaut hat und es gleich verkauft hat und das Geld gleich wieder umgesetzt hat. Und jetzt muss er zurückerstatten und er hat nichts. Das ist ein armer Schlucker. Tja, was bleibt ihm übrig, als in die Sklaverei verkauft zu werden? Also auch das war eine Möglichkeit, wie einer zum Sklaven wurde, dadurch, dass er ein Dieb war vorher. Falls das Gestohlene lebend in seiner Hand gefunden wird, es sei ein Rind oder ein Esel oder ein Schaf, so soll er das Doppelte erstatten. Also die Erstattung fünffach und vierfach wurde nur dann angeordnet, wenn das Tier verkauft war, also weg war und nicht dasselbe Tier zurückerstattet werden konnte, derjenige sich die Kohle unter den Nagel gerissen hat. Oder wenn er es geschlachtet hat und gegessen hat, verwertet hat. Wenn aber er das Tier geklaut hat und es ist immer noch lebend bei ihm, dann wird es ihm muss es einfach nur zurückgegeben werden und noch ein weiteres muss erstattet werden. Also sehr abgestuft hier das ganze System. Vers 4. Wenn jemand ein Feld oder einen Weinberg abweiden lässt und seinem Vieh dabei freien Lauf lässt, sodass es auf dem Feld eines anderen weidet, dann soll er vom Besten seines Feldes und vom Besten seines Weinbergs erstatten. Guck mal, schon wieder Achtlosigkeit. Was sagt Gott zu uns? Einer achte den anderen höher als sich selbst. Achte das Eigentum eines anderen. Pass auf. Mit deinen Tieren, pass auf mit deinen Kindern, pass auf. Eltern haften für ihre Kinder, heißt immer so schön. Ne? Pass auf, achte auf das Eigentum eines anderen. Das ist Gottes Wille. Und wenn du nicht achtest, dann hast du nicht geliebt. Wieso, ich habe doch nichts Schlimmes gemacht, ich habe nur nicht aufgepasst. Ja, das ist, du hast nicht drauf geachtet. Und das ist lieblos. Und dadurch ist ein Schaden entstanden. Und den sollst du bitte schön wieder gut machen.
Und zwar vom Besten. Du sollst nicht irgendwas nehmen, was übrig bleibt, sondern nimm das Beste. Wenn Feuer ausbricht und Dorngestrüpp erreicht, sodass ein Garbenhaufen oder das stehende Getreide oder das Feld verzehrt wird, so muss der zurückerstatten, der den Brand angezündet hat. Klar, es gab damals Brandrodung, es gab, man hat Brände angezündet, um irgendwelches Holz zu verbrennen oder was weiß ich. Und auch da muss man aufpassen, dass das Feuer sich nicht zu sehr ausbreitet und irgendwer in Mitleidenschaft gezogen wird. Sonst musst du es zurückerstatten. Wenn jemand seinem Nächsten Geld oder Gegenstände in Verwahrung gibt und es wird aus dem Haus dieses Mannes gestohlen, falls der Dieb gefunden wird, soll er das Doppelte erstatten. Falls jedoch der Dieb nicht gefunden wird, so soll der Besitzer des Hauses vor Gott treten, damit man erfährt, ob er nicht seine Hand nach der Habe seines Nächsten ausgestreckt hat. Bei jedem Fall von Veruntreuung an Rind, Esel, Schaf oder Kleidung, bei allem Verlorenen, von dem er sagt, das ist es, soll die Sache der beiden vor Gott kommen. Wen Gott schuldig erklärt, der soll seinem Nächsten das Doppelte erstatten. Wenn jemand seinem Nächsten einen Esel oder ein Rind oder ein Schaf oder irgendein Tier in Verwahrung gibt und es stirbt oder bricht sich einen Knochen oder wird weggeführt und niemand sieht es, dann soll ein Schwur beim Herrn zwischen ihnen beiden sein, ob es er nicht seine Hand nach der Habe seines Nächsten ausgestreckt hat. Dann soll sein Besitzer es annehmen und jener braucht es nicht zu erstatten. Falls es ihm jedoch wirklich gestohlen worden ist, soll er es seinem Besitzer erstatten. Falls es aber zerrissen worden ist, soll er es als Beweis herbeibringen, er braucht das Zerrissene nicht zu erstatten. Wenn jemand von seinem Nächsten ein Stück Vieh leiht und es bricht sich einen Knochen oder stirbt, falls sein Besitzer nicht dabei war, muss er es erstatten. Falls sein Besitzer dabei war, braucht er es nicht zu erstatten. Falls es gemietet war, geht es auf den Mietpreis. Also hier viele einzelne Gesetze in Bezug auf die Art und Weise, wie man hier Dinge und vor allen Dingen Tiere verleiht, ausleiht und wie dann damit gehandhabt werden soll, dass auch eben nicht es dazu kommt, dass Menschen dieses Vertrauen missbrauchen. Also wenn ich jemandem etwas leihe, dann vertraue ich ihm dieses Ding oder dieses Tier an. Und dann gehe ich davon aus, im Vertrauen, dass ich es zurückbekomme, so wie ich es bekommen habe. Und die Möglichkeit, dass eine Sache verloren gehen kann, ein Tier verloren gehen kann, ein Tier geklaut werden kann, ein Gegenstand geklaut werden, hat die Menschen dazu angereizt, in ihrer Boshaftigkeit so zu tun, als ob es geklaut worden ist, um es sich dann selbst unter den Nagel zu reißen. Ein gut getarnter Diebstahl. Und Gott sagt hier, ja, solche Dinge, die treten auf, so bösartig sind die Menschen. Und wir können diese Dinge nicht aufklären. Oft bleiben diese Dinge unaufgeklärt. Was Gott jetzt sagt ist, tretet vor Gott. Tretet vor Gott. Und natürlich kann man auch vor Gott lügen und betrügen. Natürlich kann man vor Gott auch heucheln. Aber Gottes Gedanke dabei war, einfach hier noch einmal den Druck sozusagen zu erhöhen. Du machst dich nicht nur schuldig vor deinem Nächsten, du machst dich auch schuldig vor Gott. Und und es wurde dann eben auch die Sache vor Gott geklärt. Im Einzelnen wissen wir nicht, wie das hier gemacht wurde, ob das dann mit Losverfahren gemacht wurde oder welche Verfahren angewandt wurden, um herauszufinden, wen Gott denn nun schuldig erklärt. Aber ich denke, dass es ganz wichtig ist, das Prinzip, was Johannes auch uns sehr stark ans Herz legt im ersten Johannesbrief, dass Nächstenliebe und Gottesliebe zusammengehört. Und wer seinen Bruder nicht liebt, der ist ein Lügner, wenn er sagt, dass er Gott liebt. Wer seinen,
wer Gott liebt, soll auch seinen Nächsten lieben. Das gehört zusammen. Und das wird hier sozusagen zusammengefügt. Also wenn du deinen Nächsten, wenn da solche eine Sache passiert und ein Verdacht entsteht, ein Misstrauen, dann kommt vor Gott und prüft euch. Lasst euch prüfen vor Gott, sodass die Sache geklärt und bereinigt wird. Wir lassen es jetzt hier dabei und wollen zum Abendmahl übergehen, das Lösegeld feiern, was Jesus uns für uns bezahlt hat, sein eigenes Blut, sein eigenes Leben für unser Leben.